right here? Hey Noobs und Groß, willkommen zur vierten offiziellen Folge von Mimbi TV. Heute widmen wir uns mal was ganz, ganz Deutschem. Nicht den handtuchreservierenden Ballermann-Spackos. Mein Thema diesmal sind die schnachlangweiligen Simulationsgames, auf die gerade ganz Deutschland zu stehen scheint. Egal ob Flusi, Lasi, Cheesy oder Pasi, so etwas erträgt man nur mit möglichst wenig Blut im Alkohol. Prost! Gruben graben, Scheiße mit dem Kran bewegen und bei all dem so tun, als würde man arbeiten. Das ist bekannterweise nur ein Vorwand, um den ganzen Tag Bierpullen zu killen und sich am Arsch zu kratzen, Pornohefte zu gucken und rumzufluchen. Schon klar, dass jeder Bauarbeiter sein will, oder? Was im echten Leben ein Heidenspaß sein kann, ist am PC einfach nur erbärmlich. Naja, wenigstens kann man hier anbaggern, Rohre verlegen und Häufchen machen. Ha! Welch ein Witz. Oh Mann, ich brauch noch eine Pulle Bier. Was haben RTL und der Landwirtschaftssimulator gemeinsam? Dreckige Schweine überall. Genauso attraktiv wie die Teilnehmer der Agrarökonom Dummschnulze Bauer sucht Sau sind Games wie der Lasi. Hier fahrt ihr mit lahmarschigen Mähdreschern durchs Feld, um Getreide zu ernten. Ich sage euch, eine Darmspiegelung ist spannender, stinkt aber genauso. Wenn wir schon beim Thema sind, das Game Der Bauernhof ist, ach scheiße, schaut euch diese Gülle-Simulation einfach selbst an. Ah, Dreck, ich brauche jetzt noch ein Bier, aber fix. Na, schon weggepennt? Frag mich mal, ich muss den Scheiß hier auch noch moderieren. Dann doch lieber Jurymitglied bei DSDS. Da sitzt zwar der Oberdepp der Nation neben dir, dafür gibt's scharfe Babes. Die können zwar nicht singen, haben dafür aber kaum was an. Um geht's auch in den nächsten Games, ob ihr's glaubt oder nicht. Ihr seid den ganzen Tag nur am WoW zocken und kriegt keine Alte rum? Shake it, baby. Kein Problem, gebt euch einfach Dream Stripper. Die Strip-Simulation zeigt das, was ihr sonst nur aus dem Internet kennt. Nackte Weiber ohne Ende. You wanna dance? Und da ihr nur die Maus zum Spielen braucht, habt ihr eine Hand frei. Praktisch. Wer keinen Bock auf Stress mit Karate-Tommy und Co. hat, greift einfach zum Sexshop-Tycoon. Da vertickt man dann einsamen Hausfrauen Vibratoren in Längen, dass selbst der Gaul aus My Horse and Me neidisch guckt. Oder Hefte, die man auch auf dem Bau findet. Ihr seht also, eine Simulation ist wie die andere. Letztlich geht's nur ums eine. Ich hol mir noch eine kühle Blonde. Ein kühles Blondes. Zugführer, das wolltet ihr doch als Kind schon werden. Für Leute, die geistig in dieser Lebensphase hängen geblieben sind, gibt's Eisenbahn.exe Professional, kurz EEP. Da fährt man dann von A nach B, akkurat nach Plan. Sonst passiert nix. Wie Bahnfahren halt ist, stinkt langweilig. Bleiben nur zwei Auswege. Sich hinterm Zug schmeißen oder saufen im Bordbistro. Scheiße nochmal, da habe ich wohl zu tief ins Glas geschaut. Dabei ist heute gar kein Flatrate-Saufen, das wird mal wieder teuer. Okay, bevor ich hier jetzt ganz abkacke, den Rest im Schnelldurchlauf, steige ich halt auf kurze um. Yay! Denn wo Lastwagen brummen, wo Country Music läuft, da sitzen gern die Dummen. Ach, das kleine Arschloch hatte schon recht. Wer schon immer mal in den äußerst spannenden und abwechslungsreichen Beruf des Brummifahrers reinschnuppern wollte, kann das in Euro Truck Simulator tun. Besoffen über die Autobahn brettern, Autos und LKWs abdrängen und Staus verursachen. Der Euro Truck Simulator ist echt realistisch. Also das ideale Spiel nach 5 Dorncard auf Ex. Prost! Nach Regeln Autofahren in einem Game? Scheiße, wie höllengay ist das denn? Wenn ich mich am PC ans Steuer klemme, will ich Krawall, Remi Demi und Rehe jagen. Aber nicht den Fahrsimulator. Das Game ist mal voll gegen die Wand gesetzt. Dann lieber in echt besoffen fahren. Drum gebe ich mir jetzt noch ein Bier. Ei.
Schiffssimulator, Siffsimulator. Da fällt mir doch echt nur eins ein. Reinschiffen, aber voll. Continue flying heading 120 and maintain 7000 feet. I'll handle the radios. You fly the approach. Light Simulator? Was? Sind wir schon gelandet? Was macht der Hudson da unten? Shit! Lieber Stimulation statt Simulation. Scheiße, verdammt, Alter. Konterbier.